Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 17. Mai 2023. Andreas, was das Wetter angeht, da strahlst du schon wieder. Naja, ich strahle nicht so wirklich, aber es ist ganz gut. Wir haben heute ein bisschen nebelig und auch ein wenig Regen zu erwarten. Also es ist so ein bisschen gemischtes Wetter und ab morgen soll es wieder gut werden. Ganz viel Sonne, auch das Wochenende. Mainly Sunny steht auf dem Programm. Zurzeit ist der See silbergrau. Er macht seinem Namen alle Ehre und die Wolken hängen ziemlich tief rüber. Also insgesamt gesehen ist es schon ein grauer Tag heute noch. Also zumindest bisher, aber das ändert sich schnell. Aber wer optimistisch ist, der richtet sich dann aus und sagt, das ist gut für die Natur und morgen ist wieder Sonne und beste Laune. Genau so ist es. Und es gibt einen Spruch in Cape Breton, wenn dir das Wetter in Cape Breton nicht gefällt, warte eine Stunde, dann hast du ein anderes. Ich dachte, das bleibt heute so. Naja, jetzt im Moment erstmal. Nein, ich denke, das wird sich nachher noch ein bisschen aufklären. Und wie gesagt, spätestens morgen steht Mainly Sunny und darauf vertrauen wir jetzt. Sprach der Optimist vom Dienst und damit sind wir beim ersten Thema. Ihr habt es natürlich alle schon gesehen, gelesen, gehört. Robert Habeck, der steht mächtig unter Druck. Ich wollte gerade sagen, Robert Habeck geht, aber das macht er noch nicht, sondern zunächst ist es Patrick Reichen, Andreas, sein Staatssekretär, der aufgefallen war durch eine Menge Familienklüngel und Hin- und Her-Schiebereien. Und bevor wir mal in die Rede hineinlesen von Robert Habeck heute, wollen wir noch mal kurz so ein bisschen über seinen Zustand sprechen. Du hast ihn dir heute genauer angeschaut. Er sieht nicht wirklich glücklich und frisch aus. Naja, man kann es wirklich damit bringen mit dem Begriff, es greicht langsam. Und so ist es jetzt auch umgesetzt worden. Herr Greichen muss gehen. Ich fand es interessant. Also ich habe ihn mir ein bisschen angesehen vom Gesicht. Er kann einem ja nur leid tun. Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er selber die Entscheidungen trifft, sondern versucht, die Entscheidungen so gut es geht abzulesen, die da auf seinem Zettel stehen. Und er machte einen ziemlich zerknirschten Eindruck. Und was ich bezeichnend fand, neben seinem Gesicht, diese Untergangsstimmung, er hat keine gute Stimmung im Moment, das ist klar. Er hat besonders hervorgehoben, wie wichtig sein Verwandter Greichen eigentlich für ihn ist und wie gut seine Arbeit war, die er getan hat. Und am schlimmsten, habe ich festgestellt, fand er eben halt diesen medialen Sturm aus der rechtsextremen Szene. Das fand ich schon mal ganz interessant. Also die rechtsextreme Szene hat sich da ziemlich daneben benommen und das würde ihn erschüttern und das würde ihm große Sorgen machen. Also selbst in einer solchen Situation des Komplettversagens steht da einer da vorne und sagt, die Schuldigen sind die Reichsbürger, wahrscheinlich die Rollatorfahrenden. Er hat nicht nur Rechtsextremisten gesagt, er hat auch die pro-russischen Gruppierungen genannt. Und da scheint ihm doch diese Gegenwehr ganz schön zuzusetzen. Und dass die nun nicht gerade bei den Hofberichterstattern zu finden sind, sondern vorwiegend in den freien Medien. Pro-russisch heißt ja in diesem Fall, dass man versucht, eine Einigung zwischen den Kriegsparteien herzustellen. Man will weder auf der einen noch auf der anderen Seite etwas schön oder schlecht reden, sondern Kriege sind immer schlecht für die Menschen, aber gut fürs Geschäft. Das weiß natürlich Herr Habeck auch. Und Andreas, es ist, denke ich mal, eine große Kraft losgetreten worden durch die freien Medien, zu denen jetzt auch der Pleiteticker gehört, von Julian Reichelt. Diese Gruppierung hat eben auch ordentlich mitgekeilt. Und da kann man jetzt auch nicht von pro-russisch reden. Das heißt mit anderen Worten, der Sturm ging los bei den freien Medien und hat offenbar erfolgreich gearbeitet.
Also in den freien Medien kann man eines relativ klar feststellen. Es gibt verschiedene Farben, Ausrichtungen und das ist gut, so eine Vielfalt unter den freien Medien. Es gibt welche, die haben sich komplett vom Mainstream verabschiedet und sind in einer radikalen Ebene unterwegs. Radix heißt übrigens die Wurzel, das heißt, sie suchen die Ursachen, trauen sich sehr weit heraus. Ich rede nicht von absurden Spinnern auch, die es gibt, sondern von denjenigen, die auch bestimmte Dinge hinterfragen, wie zum Beispiel gerade Markus Krall, der die Modellstrukturen der Theorien für die Klimaerwärmung, diese sogenannte menschengemachte, deutlich aufgedeckt hat, dass es so in dieser Form einfach nicht stimmen kann. Das heißt, es ist mathematisch, wissenschaftlich widerlegbar. Das trauen sich nur ganz wenige. Dann gibt es eben halt auch welche, die sind dann mehr noch im Mainstream und versuchen eine Brückenkonstruktion zu halten. Zu denen gehören wir auch. Deshalb werden ja immer wieder gefragt, warum wir Mainstream-Medien auch veröffentlichen. Ja, weil es wichtig ist, weil wir sie natürlich auch sehen, denn jeder hat den Hang, sich in seine Echokammer zurückzuziehen und sich nur mit denjenigen zu beschäftigen, mit den Medien, die seiner Meinung widersprechen. Und wir versuchen natürlich, und das ist manchmal ein schwerer Gang, uns mit Themen auseinanderzusetzen und mit Quellen, die ganz klar gegen unsere eigenen Ansichten sind. Das muss man dann aushalten, aber es ist wichtig, um die Objektivität nicht zu verlieren. Ja, ich möchte hier besonders hervorheben Tichys Einblick, wo doch sehr fähige Autoren arbeiten. Ich denke da an Klaus Rüdiger May, der vieles ja auch, was die Bundesnetzagentur, was die geplanten Stromabstellungen für die Bürger ab nächstem Jahr angeht, die Zusammenhänge, und da kommen wir nachher nochmal drauf, zwischen Herrn Habeck, zwischen der Bundesnetzagentur und so weiter. Ja, ich nehme es mal vorweg, wir kommen aber dezidierter nachher noch darauf, denn er hat schon einen neuen Nachfolger für Patrick Reichen im Visier, der Herr Habeck, und das ist nun ausgerechnet Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, der ja irgendwann mal gesagt hat, wenn eine Energiekrise da ist, wenn ein Strommangel da ist, dann ist er, ich umschreibe das sinngemäß, dann sei er dann der Chef von Deutschland. Genau, der Chef von Deutschland, das hat er gesagt. Und damit wurde er eigentlich zum heimlichen Kanzler der Bundesrepublik. Das heißt, der Kanzler wechselt jetzt sein Amt, der eigentliche. Und der Vizekanzler, Herr Scholz, der muss jetzt momentan vielleicht kommissarisch die Geschäfte mit durcharbeiten. Von denen hört man interessanterweise relativ wenig bis gar nichts in dieser ganzen Geschichte. Ich finde das schon interessant, dass gerade im Bereich der Korruption, gut, er hat natürlich genügend zu tun mit seiner Cum-Ex-Affäre und all diese Dinge. Da hat er seine eigenen Probleme gerade vor Gericht zu klären und vor den vielen Dingen hinterfragt werden. Es ist schon wirklich abenteuerlich, was dort eigentlich gerade abläuft. Aber wir sehen jetzt, oder wir werden jetzt sehen, wer denn der neue Kanzler wird. Das heißt also, wer die neue Bundesnetzagentur steuert, wenn man den Worten eben halt folgen mag, die der ehemalige Chef, wie heißt er nochmal? Müller gesagt hatte. Kann man sich doch leicht merken. Müller, Mann. Also, ja gut, dann machen wir die Meldung jetzt vorweg. Jetzt haben wir eh schon das angesprochen. Die Bild-Zeitung hat das gemeldet, dass Netzagenturchef Müller auf Patrick Reichen folgen soll. Denn Robert Habeck braucht natürlich in diesem Gemengelage, in diesem Tumult um Wärmepumpen. Er ist ja der Mr. Wärmepumpe gewesen, der jetzt geht. Wie geht das hier weiter mit den Wärmepumpen? Und wenn es dann Müller wird, dann, Andreas, könnte es natürlich weiterhin sehr unerfreulich für die Bürger bleiben. Denn wenn Greichen auch weg ist, dann würde mit Müller jemand da an der Stelle sitzen, der relativ resolut und auch relativ klar, ich wollte das Wort brutal jetzt nicht benutzen, Ideen umsetzt, die die Menschen im wahrsten Sinne erstarren und frieren lassen. Naja, ein Ideologe wird durch den nächsten Ideologen ersetzt und letztendlich spielen die Finanzinteressen hinter. Man ist ja übrigens immer so mit dem Thema, fällt mir gerade ein, alter weißer Mann, ist auch ein interessantes Thema, denn das sind ja in Davos zum Beispiel alles alte
weiße Männer, die dort die Strippen ziehen und dann vermeintlich dann eine Politik gegen sich selbst steuern. Daran erkennt man kein Paradoxon, sondern man kann hier eine Strategie nachvollziehen, wie dann eben halt die etwas jüngeren weißen Männer dann letztendlich die Interessen vertreten und dann sogar entsprechend die Aktivisten gekauft und eingesetzt werden, die dann so funktionieren, wie sie es sollen. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass diese Wärmepumpengeschichte dann wieder in den Fokus kommen wird und die ist auch umstritten, denn wir wissen bei sehr starken Minustemperaturen, dass sie oft ihrer Aufgabe, nämlich die Bude entsprechend warm zu halten, nicht gerecht werden können. Da gibt es noch viele Fragezeichen. Zweitens, es wird alles auf Strom umgestellt, denn Wärmepumpen funktionieren nun einmal mit Strom, während die Stromproduktion in Deutschland gerade abgeschafft wird. Also das sind alles Paradoxien, die man jetzt schon erkennen könnte, aber offenbar müssen die Menschen erst richtig frieren und den Turnhallen dann irgendwie dann ihre Lehren dann ziehen im Nachhinein, bevor man eine solche Politik schlicht und ergreifend dann rausschmeißt. Wir wollen kurz in die Bild hineinlesen. Die haben zusammengefasst für alle die, die sich nicht erinnern oder nicht dabei waren, als wir wochenlang über Klaus Müller und seine Bundesnetzagentur gesprochen haben. Die Bild schreibt, Müller soll die Nachfolge von Greichen zügig antreten. Er sei tief im Thema, könnte sofort ohne lange Einarbeitung die Aufgaben übernehmen. Ja, wer ist Klaus Müller, der künftig Habecks Heizhammer umsetzen soll? Müller gilt als großer Anhänger des Grünen und Habeck-Projektes Energiewende. Ist wenig zimperlich, wenn es um Zumutungen für die Bürger geht. Zum Beispiel in der Gaskrise 2022 mahnte er die Deutschen auf tägliches Duschen zu verzichten. Er riet außerdem dazu, die Heiztemperatur auf 17 bis 19 Grad zu beschränken. Müllers eisernes Motto wörtlich, alles was heute einen Kubikmeter Gas spart, ist gut. Müller hat wie Habeck Wurzeln in Schleswig-Holstein, studierte Volkswirtschaft in Kiel, war Umweltminister in Schleswig-Holstein, wie später dann übrigens Habeck auch. Und die Bild hat ein Foto gepostet von 2004, also fast 20 Jahre, wo die beiden schon gemeinsam grüne Politik gemacht haben. Also die kennen sich auch gut und man kann nur hoffen, dass da jetzt nicht auch noch verwandtschaftliche oder freundschaftliche Clan-Verbindungen offenbar werden, was nicht ganz ausgeschlossen ist, wenn man sich so lange kennt und so eng im selben Thema mit genau den gleichen radikalen Zielen zusammenarbeitet. Ja, und seit mehr als einem Jahr leitet Klaus Müller die Bundesnetzagentur. Diese Behörde ist Habecks Ministerium unterstellt. Er gehört übrigens auch zu den Grünen, der Herr Müller. Und von dieser Bundesnetzagentur hat er immer wieder provokante Gedanken formuliert. Unter anderem, so die Bild, warnte er angesichts der von Habeck massiv vorangetriebenen Umstellung auf Ökoheizungen, eben unter anderem Wärmepumpe, vor einer Überlastung der Stromnetze, befördert zudem durch den Ausbau der E-Mobilität. Und bei Überlastung wird Müller, das hat er angekündigt, den Bürgern die Stromversorgung drosseln, und zwar drastisch. In einem Eckpunktepapier sieht er ab 1. Januar 2024 mögliche Stromrationierungen vor. Im Klartext heißt das, wenn die Wärmepumpen und die E-Autos örtlich zu viel Strom ziehen, will Müller diesen einfach runterfahren. Das ist ja schon eine ziemliche Knallhartmaßnahme. Für mich ist das fast unerträglich, so etwas zu hören und auch zu lesen, dass es so läuft. Hier werden Ideologen in führende Positionen reingesetzt, die nicht nur einen Wirtschaftsstandort ruinieren, die nicht nur eine Stromversorgung ruinieren, die sondern letztendlich auch noch die Bürger ins eiskalte, offene Messer laufen lassen. Und das ist für mich einfach die große Schwierigkeit, die ich sehe. Vielleicht noch mal zum Hintergrund, der Herr Greichen, wir brauchen uns keine Sorgen machen um seine persönliche Situation, dass er jetzt am Hungertuch nagt. Der wird nämlich auf Kosten des Steuerzahlers, wie Herr Habeck gesagt hat, in die vorzeitige Pension gehen und bekommt dann eine, ich denke mal, ordentliche fünfstellige Summe jeden Monat auf Steuerzahler.
Steuerzahlerkosten, um dann den Menschen dann hintenrum vielleicht auch noch ein bisschen aktiv zu helfen, dass man sich an das Frieren auch gut gewöhnen kann. Denn solche Leute, die sind ja nicht irgendwie weg, sondern die können ja auch irgendwo aus dem Hintergrund dann herausarbeiten. Für mich hat das alles Dimensionen, die schwer zu begreifen sind. Der Pleiteticker meldet gerade über Klaus Müller, dass dieser selber auch in diesem Think Tank Agora sitzt, der ja hier die ganze Zeit einer der Hauptvorwurfspunkte ist, nämlich da ist sozusagen eine der Multiplikationsplätze für die Greichen, Habeck, Verquickungen und familiären Verbindungen. Und der Pleiteticker sagt, dass diese beiden, die schon fast 20 Jahre zusammenarbeiten, also Habeck und Herr Müller, dass die eben tatsächlich sich in vielen Punkten einig sind, so eben auch die Tatsache, dass Müller im Rat der Agora Energiewende sitzt. Und man fragt hier, ob er damit als Nachfolger von Skandalgreichen geeignet ist. Habeck scheint sich ohnehin schwer zu tun, jemanden als Staatssekretär zu finden, der nicht in irgendeiner Art mit der Agora verbandelt ist. Bereits vor Tagen soll das Ministerium bei Rainer Barke nachgefragt haben, ob dieser Greichens Posten übernehmen könne. Der war bis 2014 Chef der Agora und Greichens direkter Amtsvorgänger. Also mir kommt es manchmal so vor, als ob Herr Habeck Angst hat, dass dort externe, objektive Fachleute reinkommen, weil sie dann vielleicht auch erkennen können, unter welcher Prämisse das Wirtschaftsministerium überhaupt zurzeit geleitet wird. Und ich glaube, das könnte ziemlich schlecht ausgehen. Also da kommt dann ja wirklich, da schwillt einem der Kamm, wie man so schön sagt. Also ich weiß nicht, ganz kurze Frage, hattest du das eingestellt, dieses Transkribierte, was der Herr Markus Krall zum Thema des Klimawandels gesagt hat? Denn das ist eigentlich eine Sache, zu denen ich gern noch mal so zwei Sätze sagen möchte. Denn das ist ja die Grundlage auf denen. Ist es okay? Ja, ich meine, Andreas, es geht die ganze Zeit um das Thema Klimawandel, menschengemachter Klimawandel. Deswegen werden aberwitzige und wahnsinnige Entscheidungen in Deutschland getroffen, übrigens eingeleitet durch Angela Merkel, damals noch als Bundeskanzlerin. Und wir werden hier gleich noch weiter kurz über die Personalien sprechen. Aber ich finde das sehr wichtig, dass du dazu noch mal was sagst. Was ist das eigentlich für eine Grundlage, auf der diese nicht mehr erklärenswürdige Politik gemacht wird? Ja, das finde ich nämlich auch so wichtig. Und Markus Krall hat da wirklich den Vogel abgeschossen, und zwar im förderlichen Sinne in einem Video. Ich habe dieses Video dir vorhin geschickt. Ich weiß nicht, ob das schon eingestellt hat, das nochmal. Und habe diesen Text, den er dazu geschrieben hat, entsprechend nochmal transkribiert, den er gesprochen hatte. Und zwar in der Minute 1,40 geht er auf diese Thematik nochmal ein, wie diese Klimamodelle funktionieren. Und die funktionieren nämlich immer nach den gleichen mathematischen Prinzipien. Und er bringt da einen interessanten Vergleich, wie auch die ökonomischen Modelle und auch die Risikomodelle der Banken gemacht werden. Also mit anderen Worten, dass sie nicht funktionieren. Das beschreibt er so deutlich. Also es geht darum, dass wenn man solche Modelle, es sind keine Theorien, es ist keine Wissenschaft, die zugrunde liegt, um diesen menschengemachten Klimawandel zu vergleichen oder zu beweisen, sondern es sind klare Modelle. Und die werden normalerweise schon, wenn mehr als 7 oder 8 Variablen eingeführt werden in die Modelle, also Begrifflichkeiten, die man nicht einschätzen kann, wie sie sind, dass dann diese gesamten Modellsysteme überhaupt nicht mehr funktionieren. Und in diesen Klimamodellen sind 30 oder 40 oder sogar 50 Variable mit eingebaut worden. Das heißt, diese gesamten Modelle können überhaupt nicht in irgendeiner Form eine Prognose ableiten, sondern sie können nur das rausgeben, was man einfach im Vorfelde einprogrammiert hat. Und weil man sie einfach so programmiert, dass sie auf bestimmte Werte zulaufen, so bekommt man dann auch entsprechend diese Trendwerte, die man eingebaut hat. Und genau diese Modelle laufen dann dahin, wo sie hinlaufen sollen. Es sind also keine objektiven Modelle, sondern, er sagt es deutlich, nein, die Dinger spucken aus, was man vorher reingepackt hat, und sie gelten als Weltbild ihrer Erbauern und wieder
aber nicht der Realität. Was ich damit sagen will, ist, wir sollen unser ganzes Leben umstürzen, sollen unsere Freiheit aufgeben, sollen die Ökonomie aufgeben, es sollen Insekten gegessen werden. Alles Mögliche sollen die Leute machen, damit die, er sagt da ganz interessant, dass auf dünnster wissenschaftlicher Suppe, da letztendlich diese Modelle dann dahergeschwommen kommen, auf dünnster wirtschaftlicher Suppe, und angeblich wären 97% der Wissenschaftler damit überein, auch das ist gelogen. Ich bin ganz angetan von diesen klaren Worten, die er gefunden hat, weil hier eine Deutlichkeit nochmal immer wieder aufgebracht werden muss, dass wir hier auf einer vermeintlich feststehenden Klimaerwärmung herumreiten sollen, die definitiv nicht bewiesen ist und definitiv in Frage gestellt werden muss. So einfach ist das, und ich positioniere mich ja auch ganz klar dazu. Ja, vielen Dank. Es ist wichtig, und der Markus Kreil, der traut sich etwas, denn das, da braucht man gute Nerven, wenn man sowas so öffentlich auch bekundet. Du hast hier diese Themen natürlich auch schon auseinandergenommen. Und es ist wichtig, dass diese mutigen Menschen, die sich trauen, das zu formulieren, es auch wirklich öfter wiederholen, damit es sich auch festsetzen kann. Wenn man denn dann dagegen hört, also was das zur Folge hat, hören wir nochmal Klaus Müller, was der sagt. Wenn weiter sehr viele Wärmepumpen, neue Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln. Die Folge: zwangsweise und zentral koordinierte Drosselung der Stromversorgung. Und Müller will eine Mindestversorgung zwar gewährleisten, so heißt es, aber für zum Beispiel E-Autobesitzer, die an einer privaten Station laden, wären erhebliche Einschränkungen mit all dem verbunden. Denn eine Ladung für nur 50 Kilometer würde dann etwa 3 Stunden dauern. Und damit ist wieder klar, was eigentlich das Ziel dieser Klimawandelpolitik ist: die Menschen aus der Mobilität herauszuholen, sie immobil zu machen, was ja auch alle Klimaagenden, die wir so kennen, vorsehen. Weniger Fleisch essen, am liebsten überhaupt nicht mehr fliegen und eben auch möglichst wenig Auto fahren. Stattdessen, Münster wird es, in Hamburg kommt ein Stadtteil, werden die Smart Cities eingeführt, die digital kontrollierenden Städte, wo der Mensch sich überhaupt nur noch zu Fuß fortbewegen kann. Und man muss ja sogar sagen, dass es grundsätzlich ja nicht einmal verkehrt wäre, wenn wir die Menschen sauber sensibilisieren für viele unnütze Rohstoffverschwendungen. Überhaupt keine Frage, bin ich völlig d'accord. Die Art und Weise, mit der es gemacht wird, nämlich mit Aussagen angeblicher bewiesener Theorien, die nachweislich nicht vorhanden sind, mit anderen Worten, die nicht stimmen, die so Lüge sind, das muss man ganz deutlich sagen. Natürlich kann es sein, dass da was dran ist, aber es ist nicht beweisbar und damit wirklich auch wissenschaftlich in Frage zu stellen. Und wenn man dann aber aufgrund dieser Basis den Menschen nicht klaren Wein einschenkt, sondern einfach mehr oder weniger ein Spiel da, eine Verschleierungstaktik nutzt, um die Menschen dann aus dieser Freiheit herauszuholen, dann kann das nichts werden. Und das sind sozialistische Tendenzen von oben runter diktiert. Und man kann heute schon sagen, es wird nicht funktionieren. Und da werden einige schwere Zusammenbrüche bei den heutigen Führenden zu erwarten sein, wenn sie nämlich auffliegen. Da sind sie nämlich gerade bei. Da sind sie bei. Und wir haben hier über die Causa Habeck-Greichen Folgendes noch zu vermelden. Wir gehen in einen Artikel bei Tichys Einblick hinein, der geschrieben wurde von Marco Gallini. Und der sagt, die Demission des Staatssekretärs Greichen kann nicht das Ende dieses Skandals bedeuten. Der Greichen-Clan ist Teil einer grünen Interessengemeinschaft, die unser Leben durch eine große Transformation verändern will. Und Robert Habeck trägt die Verantwortung. Und seine schützende Hand habe Habeck über Greichen zurückgezogen. Und das mag überraschen, heißt es hier. Wer aber an die Befragung hinter verschlossenen Türen denkt, nach der Habeck den Ex-Direktor der Agora Energiewende verteidigte,
der wundert sich jetzt. Aber es heißt hier weiter, mit Blick auf die Hofberichterstatter, die Medien haben sich in den letzten Wochen eben vor allem auf Schwester Verena und Bruder Jakob Greichen im Öko-Institut und den Trauzeugen Michael Schäfer gestürzt. Von der Trauzeugenaffäre ist mittlerweile die Rede. Vielleicht wird sie auch als solche in die Zeitgeschichte eingehen. Es ist eben nicht die Öko-Institut-Affäre oder gar die Agora-Affäre oder die grüne Lobby-Affäre. Die deutsche Presse hält an der Einordnung als menschelndes Phänomen fest. Aber der Greichen-Clan, heißt es hier, ist nur ein Segment einer international vernetzten grünen Interessengemeinschaft, die unser Leben durch eine große Transformation nachhaltig verändern will. Und es heißt hier weiter, Tichys Einblick hat sich ja schon lange, wir haben es vorhin bemerkt, um die Affäre Greichen gekümmert. Die haben auch wohl mit als Erste da tiefer hineingeleuchtet und wissen deswegen auch, und es wird hier kurz noch aufgezählt, wie lange geht das eigentlich schon mit dieser Klimawandelpolitik, ohne dass man das vielleicht bemerkt hat. Denn es sind nicht die verwandtschaftlichen Beziehungen, die alleine im Mittelpunkt stehen, sondern die Herkunft Greichens als astreiner Lobbyvertreter, dessen Think Tank Geld aus Übersee erhält und national eine knallharte Energiepolitik vorantreibt. Das sind die entscheidenden Worte. Wer bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird. Und wenn ich sehe, dass wir hier eine drohende ideologische Despotie interpretieren können durch die großen Kapitalflüsse aus ganz bestimmten Bereichen, dann wird das Ganze nämlich deutlich und es wird ein Schuh daraus. Und es ist gut, dass auch Tichy diese Dinge jetzt auf den Punkt bringt. Die sind ja sowieso da sehr fleißig und gerade strukturiert. Das ist also großes Kompliment dort. Und vor allem, sie bleiben immer in der sachlichen Aussage, anders als ich, weil ich echauffiere mich hier manchmal natürlich auch. Aber ich bin ja auch nur Meinungswiedergeber und repräsentiere hier so ein bisschen das Volk. Ja, findest du? Manchmal ja. So, dann hast du das auch jetzt hiermit festgestellt und gerade gerückt. Also, ich möchte aber hier weiter nochmal in diesen Artikel bei Tichys Einblick hineinlesen, denn man erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Diesel-Affäre. Und es heißt, die hat bereits die Agora 2016 ins Visier genommen. Der Verbrenner muss weg, hieß es. Ab 2030 hieß es, und sie ist über Staatssekretäre nicht nur im Wirtschaftsministerium vernetzt, die Agora. Sie hat unter ihrem Gründer Rainer Barke, Staatssekretär im Umweltministerium, dann Co-Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, anschließend Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, zuletzt Gründer der Stiftung Klimaneutralität, sich in alle Teilbereiche vernetzt. Diese Anti-Diesel-Kampagne, die Finanzierung aus Übersee, die schrecklich nette Familie Greichen, grün-ideologische Projekte, ein eng verzahntes System derselben Persönlichkeiten zeichnen einen Komplex aus, der die deutsche Energiewende formt und antreibt. Greichen ist nur dessen bekannteste Person. Die Berichterstattung legt ihren Schwerpunkt immer noch auf familiäre Zusammenhänge, aber nicht auf das eigentliche Problem, die Unterwanderung der parlamentarischen Demokratie durch eine Ökolobby. Kurz und sauber zusammengefasst, genauso sehe ich das auch. Und wir müssen es deshalb auch permanent wiederholen, damit es sich immer mehr bei den Menschen einsetzt. Die Leute, die uns zuhören, die Menschen, die uns regelmäßig verfolgen, für die ist das ja alles nicht ganz neu. Für uns ja übrigens auch nicht. Aber es geht auch darum, dass immer wieder ein paar neue dazukommen, ein paar alte auch wieder wegfallen. Aber die gehen ja nicht, weil sie in die alte Richtung wieder zurückgehen oder in den Mainstream, sondern weil sie sagen, okay, ich habe es verstanden, ich brauche es jetzt auch nicht mehr, jetzt habe ich es begriffen. Aber es gibt viele neue, die dazukommen und das macht Mut. Das heißt, wir wollen jetzt auch versuchen, hier an dieser Stelle ein bisschen mehr auch in die
optimistische Haltung zu kommen. Denn alles das, was wir gerade erleben, das sind optimistische, förderliche Entwicklungen, die so wichtig sind. Und ob Habeck geht oder kommt, ist es völlig wurscht. Der spielt keine wirkliche Rolle, wie das Land sich entwickelt. Es geht darum, dass die Ideologie aufgedeckt werden muss und dass wir endlich wieder zu klaren, sachlichen Kommunikationen kommen, weg von diesem Wahnsinn. Ja, also und hier wird auch geschlussfolgert, dass Patrick Reichen deswegen nur ein Kopf der Hydra ist. Schlägt man den ab, folgen sogleich zwei neue. Und das wissen nicht nur Reichens Freunde in der Agora, im Öko-Institut oder bei der Stiftung Klimaneutralität. Das weiß auch der Bundeswirtschaftsminister selbst namens Habeck. Staatssekretär Sven Giegold etwa ist Mitglied im Europarat der Agora. Michael Kellner, Greichens Schwager, bleibt parlamentarischer Staatssekretär. Und im Umweltministerium, Verkehrsministerium, Innenministerium und Entwicklungsministerium sitzen immer noch Greichens Agora-Leute. Habeck denkt, heißt es hier, mit der Enthauptung Greichens Luft zu gewinnen. Es soll eine Affäre Greichen bleiben, keine Affäre Agora. Das Wirtschaftsministerium wusste vom ersten Tag an über den Greichen-Clan und seine Vernetzungen. Habeck hat ihn dennoch reingeholt, wie auch andere Beamte, die ohne Ausschreibung auf ihre Stellen kamen. Im besten Fall hat der blauäugige Minister auf Rat der Vernetzer gehört und deren Amigos in den grünen Sumpf eingeladen. Und das hieße jedoch, dass Habeck nur Marionette, nicht Chef seines Ministeriums ist. Und Schlussfolgerung hier in diesem Artikel, ob gewusst oder nicht, beides disqualifizierte den Minister für sein Amt. Die Affäre Greichen soll sich nicht ausbreiten. In Wirklichkeit ist sie bereits längst eine Affäre Habeck. Der ganze Sumpf, wird hier gefordert, muss trockengelegt werden. Und dazu gehören nicht nur Greichens Freunde, Alliierte, Schwibschwager, sondern auch der Minister selbst. So sehe ich das auch. Und es ist nicht mal eine Affäre Habeck, sondern eine Affäre Agora. Diese Agora-Affäre, das sollte sich in den Köpfen der Menschen einbrennen. Es ist eine Lobbyistengruppe, wie gesagt, von Übersee finanziert, wo ganz klare Ideologen aus meiner Sicht abgerichtet ich möchte es mal gut darstellen, ihr Wesen treiben. Und aus diesem Grunde sollte aus meiner Sicht ganz klar ein Zeichen gesetzt werden, dass keiner mehr mit dem Hintergrund Agora in irgendeiner Form in führenden Positionen der Politik überhaupt noch eine Rolle spielen darf. Dann kann man die schon mal rausnehmen, denn das ist die wirkliche Hydra offenbar, wie Tichy das aus meiner Sicht richtig schreibt. Und wenn dann eben die Köpfe immer wieder nachwachsen, dann muss alles, was mit dem Begriff Hydra oder Agora versehen ist, eben schlichtweg ausgemerzt sein. Das heißt, die dürfen nicht mehr daran teilnehmen. Ja, schön wäre es. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Nochmal, gut, dass du das vorhin vorgelesen hast, was Markus Krall nochmal verdeutlicht hat. Denn immer wieder, unser gesamtes Leben, zumindest in der westlichen Welt, wird gerade umgebaut in Richtung völlige Unfreiheit, Kontrolle und Überwachung mit dieser Politik. Der erste Schritt war die Mikrobe und entsprechende Maßnahmen. Und das ist das zweite. Und was wir vor 3 Jahren noch als vorsichtige und immer Spekulation bezeichnet haben, nämlich, dass diese Kontrolle und Überwachung direkt von der Mikrobe, von den Maßnahmen in die Klimamaßnahmen übergehen werden, das bestätigt sich durch Herrn Habeck und sein gesamtes Kartell um ihn herum bis ins letzte Detail. Und unter diesen Bedingungen sollten wir immer sehen, in welche Richtung diese politische Agenda läuft. Ob uns hier wieder eine neue Pandemie erklärt, ob man uns den Krieg oder den bösen Russen erklärt, ob man uns jetzt erklärt, dass das Klima dabei ist, gerade die Menschheit zu vernichten. All diese Faktoren spielen jetzt die größte relevante Rolle und wir können immer wieder versuchen, es mit dieser Ideologie abzugleichen und dann wird man auch immer wieder fündig und dadurch festigt sich auch im Gehirn eine Synapsenstruktur, die dann sensibel wird auf diese Dinge. Und das ist ganz wichtig, dass wir sensibilisiert werden, wenn wir mit irgendwelchen neuen Notfällen konfrontiert werden, die gerade mal wieder die Menschheit, mein Leben oder sonstiges jetzt schwerstens gefährden, immer abgleichen mit diesem Thema.
ist da etwas hinter? Ich sage euch, man wird ganz schnell fündig. Ja, und wir haben ja auch, also wir sind dazu übergegangen, vielleicht ist es euch aufgefallen, nur wirklich das Allernötigste über die sogenannten Klimakleber zu berichten. Und diese Meldung hier ist es wert, dass wir darüber sprechen, denn es gibt jetzt durchaus Politiker, zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der es gut findet, dass jetzt die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden könnte. Denn er sagt, es gibt eine Verabredung zur Begehung von Straftaten. Und hier heißt es, das hat die Bild wieder gemeldet, während sich die Klimakaoten in Berlin nur an Straßen kleben, haben sie im Nachbarland Brandenburg den Bär-Flughafen, das Kohlekraftwerk Jenschwalde und die Ölraffinerie Schwedt gestürmt. Und die versorgt immerhin ganz Norddeutschland mit Diesel, Heizöl und Benzin. Und die brandenburgische Polizei ermittelt seit diesem Raffinerieüberfall wegen wörtlich Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Täter hatten die Ölversorgung gekappt und beim Amtsgericht Neuruppin beantragte die Staatsanwaltschaft deswegen einen Durchsuchungsbeschluss. Dem wurde stattgegeben und so sind in 8 Bundesländern Fahnder unterwegs gewesen und haben die Wohnungen der mutmaßlichen Täter durchsucht und deren Beschwerde gegen die Einstufung als kriminelle Vereinigung hatte das Landgericht Potsdam abgelehnt. Das heißt aber, wie gesagt, jetzt ist eben doch der Staatsanwalt, der das untersuchen will. Herr Woidke sagt, man kann der Argumentation des Gerichtes durchaus folgen. Es gibt eine Organisation, die dahinter steht. Wieder eine Organisation. Er hat jetzt nicht gesagt, eine Überseeorganisation, aber wir haben inzwischen hier längst herausgefunden, dass es ähnlich strukturierte Geldgeber aus den USA sind. Naja, wir wissen doch mittlerweile alle, dass es sich da nicht um überzeugte Klimaschützer, Umweltschützer handelt, sondern um bezahlte, chaotische Einsätze, wo im Prinzip verblendete und auch naive Menschen sich vor einen Karren spannen lassen. Eindeutig. Was ich interessant finde an dieser Stelle ist, es ist natürlich kriminell, weil hier Gesetze gebrochen werden. Hier wird der Verkehr beispielsweise behindert, durchlaufen zu können. Es sterben Menschen, weil Feuerwehrkräfte oder Krankenwagen nicht zu irgendwelchen Notfällen kommen können. Das sind terroristische Grundzüge, die dahinter stehen. Und jetzt gehe ich mal ein paar Jahre zurück, als es die großen Demonstrationen der alternativen Menschen gab in Berlin, wo Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, wo Menschen wie Ballwich oder auch Heiko Schrang eine großartige Arbeit geleistet haben, indem sie so viele Leute zusammenbekommen haben und haben dort friedlich demonstriert, voller Ruhe. Und die wurden als Terroristen mehr oder weniger bezeichnet, weil sie sich geweigert haben, in der brütenden Hitze diese Masken zu tragen, die gegen Viren sowieso nicht schützen können. Das steht sogar auf jeder Packung drauf. All diese Doppelzüngigkeit. Und wenn ich dann gesehen habe, wie die Medien darüber gesprochen haben, als handelt es sich da um schwerste Straftaten, Verbrecher, Terroristen, die gegen das System vorgehen. Und jetzt sind diese Klimakaoten, die Menschen sterben lassen, die ganz klar Rechte brechen, kriminell unterstützt werden durch Lobbyvereinigungen. Also mal ganz ehrlich jetzt, wo ist denn hier noch ein Hauch von Moral zu finden? Weißt du, was mich beschäftigt, welche Frage? Gibt es diese Klimakleber eigentlich auch noch in anderen Ländern außer Deutschland? Ich weiß es nicht, ich vermute nicht, aber Deutschland ist nun mal im Eigenhass verhaftet. Dafür werden diese Leute in den Indoktrinierungsanstalten abgerichtet. Man nennt sie auch Universitäten und es ist kaum zu fassen. So ein bisschen vergleichbar wie das, was vor wenigen Jahren in den USA stattfand, als es um die Präsidentschaftswahlen ging und plötzlich Black Lives Matter und Build Back Better. Sowas, ich habe es ganz vergessen, das waren ja auch ähnlich extremistische Leute, die eben auch kaum Rücksicht genommen hatten, ob jemand dabei eben auch körperlich zu Schaden kommen kann. Das hat so eine gewisse Brutalität und Rohheit und auch eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll,
Ich möchte nicht mal Autismus sagen, weil es gibt ganz tolle autistische Menschen. Deswegen kann man nicht mal diesen Begriff wählen. Es ist eine ganz besonders eigene Art. Vielleicht ist es, Andreas, wie du sagst, dieser Eigenhass. Ja, es sind Spaltungselemente und das ist ein Muster, was wir immer wieder erkennen, was du gerade richtig sagtest, zur Zeit des Wahlkampfes in USA seinerzeit, Black Lives Matter, nur das schwarze Leben zählt, war da ja letztendlich die Aussage und nicht das gesamte Leben zählt. Das heißt, Spaltungselemente hier werden ganz klar Gruppierungen relativ schnell. Es ist einfach genügend Geld da im Hintergrund von bestimmten Oligarchen oder Philanthropen. Das ist mittlerweile dasselbe. Die Begrifflichkeiten werden da vergewaltigt und dann zaubert man die aus dem Hut, bringt mal eben halt alles durcheinander, dass man entsprechende Überschriften hat, um bestimmte Mechanismen in eine Wahl reinzubringen. Und genau dasselbe findet mit diesen Klimagören statt, die auch durch die Gegend laufen und tatsächlich einige wahrscheinlich dran glauben. Aber ganz ehrlich, wenn ich so als No-Future-Kind hier leben muss, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, und da kommt einer und gibt mir einen Stundenlohn und sagt, wenn du dich da hinstellst und machst da ein bisschen Bambule mit ein paar Kumpels, du brauchst nicht mal groß was leisten, sondern du setzt dich da einfach nur hin und wartest, bis die Polizei dich da wieder abpflückt. Ja, mal ganz ehrlich, das kann man sogar nachvollziehen, dass die Leute das machen. Die sind ja ohne Zukunft, aber nicht wegen des Klimas, sondern wegen der Politik und der Umverteilungsmechanismen des Geldsystems. Das ist der Grund. Vielleicht auch wegen des Klimas. Also ich denke, dass viele aus purer Panik diese Aktionen unterstützen, weil sie daran glauben, dieser sogenannten Wissenschaft, dass unsere Welt vor dem Untergang steht. Wir sprechen ja öfter über diese Transformationszeiten hier, die in der Bibel als jüngstes Gericht beschrieben werden und unserer Meinung nach könnte das hier durchaus diese Zeit sein. Aber auch im jüngsten Gericht ist es kein Weltuntergang. Also da geht doch die Welt nicht unter, sondern sie verändert sich. Und zwar zum Guten hin, aber vorher muss sich halt der ganze Wahnsinn nochmal in aller Deutlichkeit zeigen. Genau, und es geht natürlich eben halt auch nicht, wenn man genau hinguckt, um Weltrettung oder sonst etwas, denn sonst würde man auch aus westlicher Seite verzichten. Zum Beispiel große Waffensysteme mit unglaublichen Schmutzgraden. Wenn ich dran denke an diese abgereicherten Uranmunition, die geliefert wurden, wohl jetzt auch in die Ukraine. Das heißt, man verschießt quasi Atommüll auf den Gegner. Also das sind schon alles Dimensionen, die mit Sicherheit auch der Umwelt nicht unbedingt dienlich sind. Und aus diesem Grunde kann man das relativ schnell auch, ja, erkennen, was da wirklich hintersteht. Es geht um einen Sack zu machen der Finanzsysteme und es geht um ein ganz großes Geschäft. Ich möchte nochmal auf diese Frage zurückkommen oder beziehungsweise eine weitere Meldung anschließen. Diese Klimakleber, die ja sehr extremistisch arbeiten und sagen, dass hier selbst Schwedt wird gestürmt, ihr dürft diese ganzen fossilen Energieträger überhaupt nicht mehr benutzen, nur noch, was wir hier uns ausgedacht haben mit Windmühlen und Solardächern. Andreas, Frankreich hat jetzt verkündet, Frankreich setzt verstärkt auf Atomkraft. So hat man sich jetzt komplett eigentlich wieder der Atomkraft verschrieben. In Paris wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das meldet Express.at, mit dem der Bau sechs neuer Atomkraftwerke bis 2035 unbürokratisch vorangetrieben werden soll. Und natürlich übt Greenpeace scharfe Kritik und andere Umweltverbände auch. Das interessiert die Franzosen aber offenbar nicht mehr, denn die Nationalversammlung hat das verabschiedet gestern Abend. Und vor allem wurde der Blick gelegt auf den Abbau bürokratischer Hürden für den von Präsident Macron angekündigten Bau dieser sechs neuen Reaktoren. Und die sollen in der Nähe bereits bestehender Atomkraftwerke gebaut werden. Und dafür sollen jetzt auch die Genehmigungsverfahren abgekürzt werden. Naja, und wenn man das Ganze jetzt mal hochprognostiziert, ohne viel Variablen, hier gibt es nämlich nur zwei Variablen. In Deutschland wird gerade die Elektroenergie abgebaut, das heißt die Stromproduktion abgebaut wurde und wird. Und in den umliegenden Ländern wie Polen oder Frankreich werden sie gerade aufgebaut. Was resultiert daraus? Deutschland wird abhängig irgendwann von den Nachbarn. Und wenn ein Staat
abhängig ist, bedeutet das auch, dass er erpressbar ist. Und wenn die morgen einfach den Strom zumachen, dann würde Deutschland in die Verelendung rennen. Man fragt sich, wie lange kann Deutschland als souveräner Staat überhaupt noch weiter existieren, wenn rundherum die Möglichkeiten der Erpressung von 100% auf Deutschland stattfinden kann, auf Knopfdruck oder per Schalter umdrehen. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Gibt es da strategische Interessen? Man muss ja fast das Gefühl haben, dass Deutschland abgeschafft werden soll, komplett. Vielleicht wird es auch irgendwann geografisch neu zugeordnet. Wird ein Teil Frankreich, ein Teil Polen. Was steht da eigentlich hinter? Merkwürdig ist das allemal. Wir kommen nämlich zu weiteren Ländern gleich, die sich zu diesen Schritten wieder entschieden haben. Was hier vor allem auffällt an der Frankreich-Meldung, neben kürzeren Genehmigungsverfahren wird mit diesem neuen Gesetz auch das seit 2015 geltende Ziel verworfen, den Anteil von Atomstrom bis 2035 von ursprünglich mehr als 70 auf zunächst mal 50% herunterzufahren. Und auch die beschlossene Höchstgrenze für Atomstrom wird gekippt, die bisher bei 63 Gigawatt lag. Und fast alle Parteien haben für dieses Gesetz gestimmt, auch Marine Le Pen und so weiter, die Republikaner, die Kommunisten. Gegenstimmen kamen von den Grünen, von den Linkspopulisten, die Sozialisten enthielten sich. Das heißt, breiter Konsens, Andreas, in Frankreich sich auch von den Klimazielen, die formuliert wurden, abzuwenden. Ich habe jetzt hier noch keine Stimmen darüber gehört, wie man in Brüssel auf diese Entscheidungen reagiert. Also ich versuche das immer so ein bisschen ja auch aus der Vogelperspektive zu sehen und versuche mal zu erkennen, wie wäre das eigentlich aus kriegsstrategischer Sicht zu bewerten. Das klingt ja, als würde Frankreich gegen Deutschland aufrüsten. Nochmal die Situation, nämlich die Abhängigkeit Deutschlands von französischem Strom, von polnischem Strom. Und wenn dann gleichzeitig Zerreibungsprozess aus dem Inneren Deutschlands heraus, und zwar aus dem Kanzleramt und aus dieser Ampelkoalition und auch der vorherigen Regierung unter Frau Merkel, die möchte ich hier ganz klar auch erwähnt wissen, dann kann man hier erkennen, dass hier ein Vorgang läuft, das Vorzeigeland aus ökonomischer Sicht Europas, welches die EU überhaupt erst möglich gemacht hatte, dass das jetzt mehr oder weniger der Vergangenheit angehören soll. Ist das ein kollektiver Plan? Ich habe mehr Fragen als Antworten, muss ich ganz klar sagen. Also Finnland grenzt ja nun nicht direkt an Deutschland, aber gehört eben auch zum Großen und Ganzen der Europäischen Union. Und Finnland hat jetzt auch ein neues Atomkraftwerk ans Netz gegeben. Und das sorgt dafür, dass der Strompreis in Finnland um 3/4 gesunken ist. Tja, die waren ja ordentlich auch dort gestiegen, die Strompreise, nach dem Verbot von Elektrizitätsimporten aus Russland. Und nochmal übrigens geschaut auf die Abhängigkeit, die du jetzt hier gerade erwähnt hast, die Deutschland zunehmend jetzt von den umliegenden Ländern bekommt, ist natürlich der Vergleich zu Russland. Da war ja der Grund, wir wollen nicht mehr abhängig sein. Und nun stürzt man sich in neue Abhängigkeiten, neben den USA eben jetzt auch europäische Länder. Auf jeden Fall hat der Vorstandsvorsitzende des finnischen Netzbetreibers Fingrid, der Mann heißt Ruusunen, Jukka mit Vornamen, erklärt, dass das Atomkraftwerk ein nützlicher und verlässlicher Ersatz für die Windkraft darstellt, welche den Großteil des im Land erzeugten Stroms beisteuert. Aber wie weithin bekannt ist, gelten die Windkraftwerke eben nicht unbedingt als besonders stabile Stromerzeugungsquelle und unterliegen dabei großen Schwankungen bei der Produktion. Und ohne eine verlässliche und kontinuierliche Basisversorgung wird es eben ohne gewaltige Überkapazitäten schwierig. Und das hat man in Finnland erkannt, weshalb jetzt es gegen den Bau des Kernkraftwerks
keinen nennenswerten Widerstand gab. Ja, das glaube ich wohl gerne. Und wenn wir wissen, dass die Windkraftanlagen dann auch nicht wirklich regenerativ sind, da haben wir oft drüber gesprochen. Ich finde es sehr spannend, dass sie ja nicht nur ungleichmäßig Strom produzieren oder teilweise sogar gar nicht, sondern dass jetzt auch die Umweltschutzmaßnahmen greifen, die die Windräder in den Fokus haben. Das heißt also, in Holland, das hatten wir gestern gelesen, da wurden große Offshore-Windkraftanlagen angehalten, die sich nicht mehr drehen durften, weil die Zugvögel gerade unterwegs waren. Und weil die Zugvögel nämlich regelmäßig von diesen Windkraftanlagen geschreddert und getötet werden, und das wollte man vermeiden, hat man sich entschieden, in bestimmten Zeiten die Windkraftanlagen stillzulegen. Das heißt also nicht mehr drehen zu lassen, zu stoppen, damit die Vögel dort unverletzt und ohne ermordet zu werden, getötet zu werden, durchfliegen können. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, die Windkraftanlage als einer der großen Umweltzerstörer und auch der Diversität, wie nennt man das jetzt auch bei den Extinction Rebellion, das sind ja eben halt die entsprechenden vielen Arten, Artenvielfalt, die erhalten bleiben soll und so weiter. Und genau die Windkrafträder für das Gegenteil sorgen. Also das sind ja alles Faktoren, die müssen ja auch ins Feld geführt werden. Wo war das? In Holland, in den Niederlanden, da schau her. Wir kommen zum nächsten Thema. Sehr spannend, sehr erstaunlich. Ich musste erst mal dreimal checken, ob das überhaupt stimmt, aber es stimmt tatsächlich. Wir haben hier eine Meldung von Express.at, aber AP, die großen Agenturen, Presseagenturen, haben diese Meldung auch gebracht. Südafrika führt die EU vor, nämlich Südafrika, der Präsident Cyril Ramaphosa hat einen Durchbruch geschafft. Ihm ist es gelungen, sowohl Wladimir Putin, also dem Präsidenten der Russischen Föderation, als auch dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die Zusage abzuringen, mit Friedensverhandlungen zu beginnen. Eigentlich ist das eine Meldung, die auf Seite 1 überall gefeiert werden müsste, denn ich habe mir die Augen gerieben und es erst nicht glauben wollen. Also Herr Ramaphosa, der hat telefoniert mit Herrn Putin und Herrn Selenskyj. Das berichtet unter anderem auch der britische Express. Konkret hieß es aus dem Büro des südafrikanischen Präsidenten, Moskau und Kiew hätten zugestimmt, eine Friedensmission afrikanischer Staats- und Regierungschefs in Moskau und in Kiew zu empfangen. Ja, und das ist natürlich eine großartige Nachricht. Und wie gesagt, es passt natürlich nicht ins Konzept der westlich eingenordeten Medien. Wie soll man das anders interpretieren, wenn diese wichtige, großartige Nachricht nicht rüberkommt? Weil es natürlich jetzt von den Falschen rüberkommt. Denn Südafrika gehört natürlich zu den BRICS-Staaten. Die sind wiederum mit Russland verbunden. Und all die Staaten, die da dranhängen, passt so gar nicht ins Konzept, dass die Guten auf der anderen Seite mal sein können. Man will die ja nur auf seiner Seite auch verordnet wissen. Naja, und eins ist natürlich ganz wichtig. Es ist auch entscheidend, dass es jetzt zu Verhandlungen kommt, und zwar sofort. Das ist auch das, was viele fordern. Deshalb war es für mich zum Beispiel, als ich gesehen habe, dass der Ex-Kanzler Schröder in Berlin war bei der russischen Botschaft zur Feier, nämlich zur Feier der Besiegung Nazi-Deutschlands. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und er sich dann also ganz klar nicht zu den Rechten, sondern zu den anderen positioniert hat. Und vor allem eines ist wichtig, ein ehemaliger Kanzler, der den Kontakt zu dem wirklich hochstilisierten Todfeind hält, um in Verhandlungen zu bleiben, das ist wichtig. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen. Jeder. Sonst wird er ja niemals aufhören. Und diese Verhandlungen bedeuten, dass man dann irgendwo ein Arrangement findet. Wie soll die Aufteilung in Zukunft aussehen? Auf welchen Kompromiss kann man sich jetzt letztendlich einigen? Das ist ein entscheidender Punkt. Immer ist es so. Und jeder Tag, an dem nicht verhandelt wird, bedeutet viele Tote, viele Opfer, viele Mütter, die um ihre Söhne weinen und so weiter und so fort. Das muss doch klar sein und da muss doch was getan werden, dass man dann sofort in die Verhandlung geht. Dankeschön, Afrika, können wir, glaube ich, alle sagen als Europäer, dass sie zumindest diesen Lichtstreif am Horizont geschaffen haben. Du hast jetzt gesagt, Dankeschön, Afrika. Es war ja die Initiative des südafrikanischen Präsidenten. Aber so ganz falsch ist das eben doch nicht, was du sagst, denn
Herr Ramaphosa hat mitteilen lassen, dass sich die Staats- und Regierungschefs folgender Länder an den diplomatischen Missionen für einen Frieden in der Ukraine beteiligen. Dazu gehört Sambia, Senegal, Kongo, Uganda und Ägypten. Vielleicht werden sich noch andere anschließen. Es ist ja ein ganz frisches, aktuelles Thema. Es sind zwar jetzt noch keine weiteren Einzelheiten, auch kein Zeitplan bekannt gegeben worden, aber auf jeden Fall die feste Absicht. Und Hintergrund für den Friedensvorstoß aller genannten afrikanischen Staaten ist auch die Verhinderung weiteren Blutvergießens in der Ukraine und in Russland natürlich, aber vor allem auch die Sorge um die Ernährungssicherheit auf dem afrikanischen Kontinent. Herr Ramaphosa sagte am Rande seines jüngsten Treffens mit dem Premier Singapurs, das wird hier zitiert, der Mann heißt Lee Hsien Loong, dass dieser anhaltende Konflikt für Afrika verheerend sei und füge jetzt dem afrikanischen Kontinent großen Schaden zu. Viele Länder in Afrika seien von den stockenden Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine betroffen, damit auch verbunden stark steigende Preise. Und Ramaphosa sagte, eine Gruppe afrikanischer Staats- und Regierungschefs sei zu dem Schluss gekommen, dass der Krieg Afrika zwar nicht direkt in Form von Todesopfern und der Zerstörung der Infrastruktur betreffe, sich aber dennoch auf das Leben vieler Afrikaner auswirke, eben vor allem auf die Ernährungssicherheit im Einzelnen. Die Preise für Düngemittel, Getreide, Treibstoff sind dramatisch gestiegen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der wird in den Portalen unterschiedlich zitiert von, gute Idee, was diesen Friedensplan angeht, aber in einem Gespräch mit El País wird Guterres mit folgenden Worten zitiert: Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, einen umfassenden Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu erreichen. Naja, wichtig ist erst einmal, dass dieses Mem schon mal gesetzt ist, dass die Friedensverhandlungen in der Diskussion sind. Und es spielt natürlich ein wichtiger Player eine Rolle. Und das ist natürlich nicht Herr Selenskyj, sondern vor allem auch die Kräfte, die hinter Herrn Selenskyj steht. Was uns immer wieder ins Vergessen geraten könnte, ist, Herr Selenskyj ist ein 45 Jahre alter Schauspieler gewesen in der Ukraine, der in einer Serie den ukrainischen Präsidenten gespielt hatte. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und er spielt jetzt im Prinzip diese weitere Rolle, jetzt als Realpräsident. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht zufällig aus meiner Sicht, wenn man dann ganz bestimmte Menschen nach bestimmten Kriterien in solche Positionen mit reinbringt. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass auch die Leute, die mitwirken in diesem Krieg, und das ist auf US-amerikanischer Seite, Frau Nuland und alle, wie sie da sind, das müssen wir einfach sagen dürfen, weil wir es einfach wissen, dass es ja so ist. Und es ist, wissen auch alle Beteiligten natürlich. Und man kann nur hoffen, dass die nicht zu stark dagegen angehen und vielleicht auch irgendwo erkennen, wir werden ja sehen, das sind ja auch die Kongresswahlen, die jetzt schon in Aussicht sind in einer nicht mehr langen Zeit, dass da auch Veränderungen stattfinden werden. Also die Zeichen sind günstig und man kann hoffen, dass dieses Metzeln bald ein Ende haben kann. Wir hoffen das, wir beten dafür, denn wie du schon richtig sagst, viele Eltern weinen um ihre Söhne, die in den Krieg geschickt werden und zum Teil auch nicht zurückkehren. Es gibt schon eine hohe Anzahl von Todesopfern in diesem Krieg auf beiden Seiten. Und wie die afrikanischen Machthaber, darf man ja gar nicht sagen, Regierungschefs hier sagen, eben diese Auswirkungen, Hunger, Elend und so weiter, sich über die ganze Welt mehr oder weniger erstreckt. Denn auch in Europa sehen wir die großen Folgen dieses Ukraine-Krieges, der Energieversorgung und so weiter. Andreas, wir kommen noch zu einem Thema. Das ist Thema Weltfinanzen. Die US-Finanzministerin Janet Yellen, die warnt jetzt vor einem wörtlich noch nie dagewesenen wirtschaftlichen und finanziellen Sturm. Und sie hat in einer ihrer bisher düstersten Warnungen die Sorgen vor einem Zahlungsausfall der USA auf die Spitze getrieben. Und du bekommst gleichzeitig ja immer wieder auch Anfragen,
was ist denn jetzt mit dem Bankencrash, über den alle sprechen? Ist die Gefahr denn halbwegs gebannt? Schweigt man das Thema jetzt einfach tot? Also das, was wir hier heute bei Business Insider gelesen haben von Frau Yellen, da kann man sagen, das wird nicht totgeschwiegen. Nein, das wird nicht totgeschwiegen und das Thema ist auch nicht neu. Wir wissen, dass die USA der am meisten verschuldete Bereich der gesamten Welt ist. Alleine deshalb, weil die USA mit ihrer Federal Reserve Dollarwährung die gesamte Weltwährung gestellt hat und da momentan viele Aktionen von anderen Staaten, die sagen, wir wollen das nicht mehr, laufen. Die BRICS-Staaten zum Beispiel und so weiter, die sich von dem Dollar abwenden und immer mehr Geschäfte auch für Rohstoffe mittlerweile in anderen Währungen abgewickelt werden. Das heißt, USA steht damit ziemlich an einer Klippe und aus diesem Grunde brauchen sie natürlich auch wirtschaftliche Maßnahmen und das sind Rüstungsmaßnahmen, das sind dann eben halt die entsprechenden Pharmaindustriemaßnahmen, aber eben halt auch andere Maßnahmen, die wir ja alle kennen, wie Klima und so weiter. Das ist ja ein Riesenmarkt, diese ganze Klimageschichte und der Staat ist regelmäßig, ich sage mal zum Ende des Jahres September, Oktober, finanziell nicht mehr zahlungsfähig und muss dann eine Nachfinanzierung machen. Das kennen wir schon seit Jahrzehnten. In diesem Jahr ist es allerdings jetzt schon und wir haben Mai. Und daran erkennen wir, wie ernst es langsam wird. Achso, die Frage ist jetzt natürlich auch dabei mit der Bankengeschichte. Das ist eine andere Frage. Diese Anfragen, die ich jetzt bekomme mit diesem prognostizierten Bankencrash, den wir ja immer wieder besprechen, ob der nun vom Tisch ist. Man hört zurzeit natürlich relativ wenig, aber die Gefahr ist keineswegs gebannt. Wir haben eine Schweigespirale, die man auch bei diesem Thema, ich sage mal, Mainstream-medial sich selbst auferlegt hat. Und das zeigt auch aus meiner Sicht die pure Verzweiflung und Hilflosigkeit der EZB. Und da kommen wir jetzt mal in die europäische Situation rein, weil man diesen GAU eben nicht mehr aufhalten kann, offenbar. Und das wird natürlich zum Problem für die Bürger. Und das Problem ist auch an der Stelle, dass sich die Bürger relativ schnell wieder einlullen lassen, wenn zum Beispiel Cum-Ex, Scholz und andere nicht sachverständige Personen des öffentlichen Lebens sagen, dass man alles im Griff hat. Vielleicht kannst du es nochmal allgemeinverständlich sagen, warum denn die Banken diesem Problem nicht entkommen können und wie man als Bürger oder als Bankkunde reagieren kann. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass man viel entspannter sogar mit dem Begriff Staatsbankrott umgehen kann, weil es für viele Bürger sogar, man staune und wundere sich, ein Befreiungsschlag sein könnte. Ja, natürlich, jeder kennt das, wer schon mal privat insolvent war, der stand dann, konnte vor Schulden nicht mehr aus den Augen gucken und dann hat er eine Insolvenz angemeldet und nach ein paar Jahren konnte er wieder neu durchstarten. Das gilt auch für Staaten. Wir sollten dieses Damoklesschwert des Staatsbankrottes nicht überziehen. Man versucht es natürlich, um das Vertrauen aufrecht zu erhalten, zu umgehen. Aber wenn es dann eben nicht mehr möglich ist, und ich glaube, es ist nicht mehr möglich auf Dauer gesehen, dann ist es kein Grund hier für Untergangsvisionen, wenn man sich allerdings auch eigenverantwortlich als Bürger aufstellt und sich auf diese Zeit als normaler Bürger, der uns hier zuhört, nach den großen Umbrüchen wieder vorbereitet. Denn es kommt auch der Punkt des Wiederaufbaus und neue Banken kann man wieder noch entwickeln, nach hoffentlich anderen Systemen. Dieses Geldsystem, wie wir es derzeit haben, auch die Digitalwährungen, die man plant, die werden aus meiner Sicht scheitern. Aber es ist ein längerer Weg und auf den muss man sich vorbereiten, den muss man erkennen und dann kann man auch entsprechend planen. Das ist schön, dass du das sagst, denn es ist wichtig, dass wir auch immer die Aussichten, das Licht am Horizont erkennen und darauf zugehen und nicht nur in den üblen Meldungen hier untergehen, denn alles, was jetzt im Moment sich falsch anfühlt, ist falsch, wird stürzen und das Richtige wird dann emporkommen. Lass uns nochmal auf die aktuelle Lage der Banken kommen. Was geht da jetzt genau vor sich? Es gibt ja eigentlich eine Bankenaufsicht, die akribisch alle relevanten Risiken im Blick haben sollte. Ja, die berühmte Bankenaufsicht. Also da zeigen die Erfahrungen, dass sich diese Aufsichtsämter, also politisch so unter Druck stehen, dass sie aus meiner Sicht ihren Aufgaben nicht wirklich so gerecht werden, wie man sich das vorstellt. Außerdem kenne ich diverse Vorgänge, auch das möchte ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wo man zum Beispiel auf bestimmte Kontrollen bei auffälligen Überweisungen schon verzichtet hat. Wenn zum Beispiel einer der Teilnehmer, ich denke hier an einen speziellen Fall, der mir gerade hier vor dem
inneren Auge vorschwebt, in diesem Fall eine Staatsführung im Nahen Osten gehandelt hatte und politisch als, ich nenne es einmal, schonenswert eingestuft wird. Also mir ist ein Fall eines Bearbeiters der Behörde bekannt, das hat er mir vor längerer Zeit schon mal geschickt, dass eine, den ich auch zuordnen kann, dass eine auffällige Geldtransaktion, die nach dem Geldwäschegesetz eigentlich zur Überprüfung prüfen wäre, von einem verantwortlichen Mitarbeiter des Amtes diese Prüfung abgelehnt wurde, also von seinem Chef. Gleichzeitig konnte man parallel in den westlichen Medien lesen, dass einer dieser Teilnehmer der Überweisenden im Verdacht stand, übrigens terroristische Vereinigungen zu unterstützen. Dieser Fall liegt schon ein bisschen zurück, aber es spricht Bände, wie unsauber manche Vorgänge hier wirklich behördlich bearbeitet werden. Dem normalen Bürger erklärt man, die Geldwäschegesetze haben die Aufgabe, dass man terroristische Vereinigungen und irgendwelche kriminellen Machenschaften auffliegen lässt, dass man die verhindert, und auf der anderen Seite werden, wenn es die richtigen Leute gemacht, schon mal ein Auge zugeknüpft. Das ist eben halt eine Situation, die man wissen sollte. Auge zugeknüpft ist auch nicht schlecht. Lass uns doch mal auf die Bankenlandschaft, vor allem der westlichen Welt, kommen, die ja jetzt, man kann sagen, in extremen Wetterbedingungen ums Überleben kämpfen. Du hast gestern gesprochen von vielen Forderungsausfällen, also dass Kreditnehmer die Darlehen eben auch aufgrund der hohen Zinsen nicht mehr zurückzahlen können. Und deshalb müssen Banken ihre eigenen Anlagen liquidieren, um diese Verluste auszugleichen. Also ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Die Banken sind in Staatsanleihen selbst investiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Staaten sich von Investoren Geld leihen zu einem festen Zinssatz. Interessant ist hier übrigens zu erkennen, dass offenbar die Steuern, die ja schon jetzt aufgrund der hohen Staatsquote Beamte wie Abgeordnete und so weiter offenbar nicht mehr ausreichen, um den Staat aufrechtzuerhalten. Deshalb pumpt er sich noch zusätzlich Geld. Wir wissen aber auch als Anleger, dass man höhere Zinsen bekommt, wenn man sein Geld längerfristig festlegt. Und so ist es auch bei Staatsanleihen. Nun war in den letzten Jahren ein extrem zu niedriges Zinsniveau zu verzeichnen. Das war von den Zentralbanken so festgelegt worden. Aus meiner Sicht ein kapitaler Fehler. Und damit hatte man versucht, damals die Zombie-Unternehmen, also die Unternehmen, die vor dem Konkurs standen, zu retten, was natürlich Unsinn ist und die Probleme noch verschärfen. Wenn einer pleite ist, dann muss er auch das Recht haben, pleite zu gehen. Durch diese Fehlpolitik der Banken konnte man viele konkursreife Unternehmen künstlich am Leben halten. Die gesamte gesunde Wirtschaft ist damit aber belastet worden, zusätzlich, und damit auch die gesunden Firmen sind dann in Schwierigkeiten gekommen. Die Banken haben also viele Kredite in den Bilanzen, das sind ja aus Sicht der Bilanzen dann der Banken Forderungen gegen Schuldner, und die müssen sie nun aufgrund der erhöhten Zinsen abschreiben. Was bedeutet, die Zinsen steigen, die Kunden können ihre Schulden nicht mehr bezahlen und die Banken gehen leer aus und müssen dann eben halt, ja, ein Problem haben. Und nun müssen diese Banken diese Verluste irgendwie verkraften. Also verkaufen sie dann ihre Staatsanleihen, die sie selbst haben, die aber im Wert verfallen sind, weil sie noch schlechte Zinsen zahlen gegenüber den heutigen. Um es noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür nennen? Also die Frage kriege ich oft auch so geschrieben. Nehmen wir mal an, eine Bank hat 100.000 Euro in eine 10-jährige Anleihe vor 3 Jahren von irgendeinem x-beliebigen Staat gekauft. 10 Jahre Laufzeit mit 1% Zinszahlung pro Jahr. Das waren durchaus solche niedrigen Zinsen, die wir, wie wir ja wissen, aus der Vergangenheit. Nun ist das Zinsniveau aber zurzeit aktuell zum Beispiel auf 5% gestiegen. Also wer heute eine 10-jährige Anleihe dieses Staates kaufen würde, der bekäme dafür 5%. Wenn in dieser Zeit die Bank die alten einprozentigen Zinsen verzinsten verkaufen will, dann nur, wenn der Käufer einen Kaufrabatt bekäme. Der kauft ja nichts Schlechteres, wenn er was Günstigeres bekommt. Also wir rechnen das mal ganz einfach durch. Nehmen wir an, die alte Anleihe mit 1% Zinsen pro Jahr läuft noch 7 Jahre. Dann bedeutet das, dass dieses Wertpapier in den nächsten 7 Jahren noch 7.000 Euro an Zinsen bringt, wenn man die 100.000 Euro Anlagesumme zugrunde legt. Eine neue Anlage, die ein anderer heute erwerben kann, bringt aber 5% Zinsen.
Also bei dem Beispiel von 100.000 Euro Anlagesumme würde sie in den nächsten 7 Jahren alleine 35.000 Euro an Zinsen einfahren. Um jetzt für die alte Bank das alte 1% Papier noch verkaufen zu können, muss also man mit dem Anlagepreis runter. Wir haben es in diesem Fall also quasi einen Zinsbetragunterschied von 28.000 Euro in den nächsten 7 Jahren. Und wenn ich jetzt diese 28.000 Euro von den 100.000 Euro Anlagesumme abziehe, die ich gekauft hatte vor 3 Jahren, dann bräuchte der Käufer diese Staatsanleihe nur noch für 72.000 Euro bezahlen, nämlich 100.000 minus der 28.000, um dann diesen Zinsverlust zu kompensieren. Und somit bekommt der neue Käufer zwar auch nur noch die 1% des alten Papiers jedes Jahr, aber eben auch 100.000 vom Staat zurück, obwohl er nur 72.000 Euro eingezahlt hat. Das sind viele Zahlen, aber es ist wichtig für diejenigen, die genau zuhören, worum es dabei geht. Mir geht es vor allem darum, um das Prinzip, wie diese Dinge funktionieren. In der Realität finden dann noch Abzinsungen statt, aber das spielt hier keine Rolle. Ich versuche es zusammenzufassen. Das Problem liegt darin, dass die Banken, die mit hohen Summen solche alten, schlecht verzinsten Anleihen in den Bilanzen haben, dann gigantische Verluste machen von mehr als 30% zum Teil, weil sie Geld brauchen. Richtig. Und das sind Verluste, die diese Bankenwelt in einen Crash stürzen wird. So sehe ich es. Wenn wir sehen, dass das Eigenkapital der Banken mittlerweile einstellig ist und dieselben Banken Hunderte an Milliarden an solchen Staatsanleihen in ihren Bilanzen haben, die man eigentlich jetzt schon abschreiben müssten, aber die Behörden sehen das nicht so eng, was übrigens auch aus meiner Sicht schon ein Skandal ist. Man will offenbar Zeit gewinnen. Aber wir werden sehen, dass immer mehr Banken nicht mehr liquide sind und dann ihre Papiere verkaufen müssen. Dann muss abgeschrieben werden und das wird den Crash auslösen, wie das Amen in der Kirche. Du, das Anlagevermögen bei Banken steht also für alle Kunden in einem hohen Risiko. Und du machst ja in deinen Finanzpodcasts immer wieder auch Andeutungen bzw. gibst Informationen um und über diese Zusammenhänge. Richtig, das ist die Situation. Unsere Zuhörer müssen wissen, dass man nur bis zu einem gewissen Grad eine Sicherheit hat durch sogenannte Garantien, die das Sparvermögen der Kunden quasi garantieren. Bei größeren Vermögen reicht das einfach nicht mehr. Und wer sein Geld momentan unter diesen Bedingungen auf der Bank hält, der muss einfach wissen, dass er damit mindestens schon fahrlässig mit seinem eigenen Geld umgeht. Ich muss das so deutlich sagen, weil ich werde immer wieder gefragt, das Thema ist nicht vom Tisch mit der Bankenkrise und mit dem Bankencrash, mit dem drohenden, nur weil die Medien nicht drüber berichten. Das ist eher ein Indiz, dass es noch enger ist, als ich hier sage. Die Medien, der Journalist, das ist das schöne Video von Lisa Fitz. Das werden wir heute auch nochmal einstellen. Andreas, vielen Dank. Das sind ja doch komplizierte Zusammenhänge, die nicht so ganz einfach auf den Punkt zu bringen sind, aber viele sind daran interessiert, das sehen wir an den Zuschriften. Ihr Lieben, das war es heute schon. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und ihr seht die Dinge, die gestern noch übel aussahen, die bekommen schon eine Wende, eine Drehung. Also nehmen wir ruhig den Habeck-Greichen-Clan. Wir werden sehen, ob nun Herr Müller an diese Stelle kommt und wie lange Herr Müller dann dort sitzen wird von der Bundesnetzagentur. Aber wir sehen einfach, so einverstanden ist man im Allgemeinen halt doch nicht damit, dass das Land kaputt gemacht werden soll. Und vieles wird man hoffentlich noch verhindern. Wir sind am Ball und werden weiter darüber berichten. Wir hören uns am Freitag und in diesem Sinne alles Liebe. Bis später auch zum Abendgebet. Ciao.